Die WM startet. Bald ist der erste Advent und die Straßenbahn kommt bald. Eine neue nach Nürnberg. Seit gestern, dem 20.11., ist die WM in Katar gestartet. Die geht noch bis zum 18.12.2022. Und wer Weltmeister wird dieses Jahr, wird sehr spannend. Ich werde euch hin und wieder ein bisschen auf dem Laufen halten. Nächste Woche auch mal mit wirklichen Zahlen und Fakten, die bis dahin gelaufen sind. Ja, das erste Spiel war zwischen Katar und Ecuador. Ich weiß nicht, ob ich es auch richtig ausgesprochen habe, aber die haben 0 zu 2 gespielt. In Nürnberg gibt es ab September eine neue Straßenbahn. Avenio. Die am 19.11. für die Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Steffen und ich waren vor Ort. Video kommt im kommenden News der Wochen Video. Ja, war ein spannendes Erlebnis und ich muss sagen, die Straßenbahn ist schön geworden. Aber Bilder und Co. seht ihr in einer Woche. Dann geht es zu Thema Nummer 3. So, in 1,5 Wochen geht es schon los mit dem Adventkalender. Deswegen wird die nächsten 2 Montage Nico erstmal für mich streamen, weil ich muss bis dahin relativ viel noch schneiden und den Adventkalender wirklich pünktlich fertig bringen. Seid gespannt auf den 1.12. Es werden interessante 24 Tage. Ich freue mich auf jeden, der mitschaut, zuschaut. Und dann am Tag 24 schreibt ihr euren Lösungswort rein. Und dann könnt ihr etwas Schönes, Kleines gewinnen. Ich hoffe, euch gefällt es. Und ich sage damit erstmal schönen Abend, schönen Tag. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis in einer Woche. Bye, bye.